Ein Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Tomb Raider mit der süßen Lara. Ja, wir machen weiter. Und, ja, wenn das Band nicht gesehen hat, sollte das natürlich mal machen. Was zum... Blöden Wichser! Ja, kommt nur her! Ihr seid aber echt scheiße bewaffnet. So, jetzt sehe ich wenigstens wieder was. Meine Güte, ihr seid echt nervig. So, den haben wir. Ah, wo bist du, Kollege? Da war er doch. Waren das alle? Nein. So. Dich haben wir auch noch. Ha, war aber eine geile Stelle gerade. Na, ich finde Tomb Raider bockt schon. Es haben ja manche gesagt, dass das Ende kacke sein wird. Da zweifle ich auch gar nicht dran. Oder dass das zumindest ein bisschen ernüchternd sein wird. Aber hey, das Spiel bockt und macht schon Spaß auf jeden Fall. Aber was das für ein Ende ist, weiß ich nicht. Und ich wehe, ihr spoilert mich, ey. Dann block ich euch. Naja, so. Wenn ich was nicht an kann, wenn ich eins nicht ab kann, dann echt, Gott, ne. Wo steht das denn, Vater? Mephias will set us free. The storm is watching. Fear the demons. Solari. Ach ja, toll. Wieder irgendwie so ein Verrückter. Gut, gut. Haben wir eine coole Stelle. Aber Hauptsache, die haben nur so Bogen zum Teil. Da bin ich ja echt schon gut dran, wenn ich eine Schusswaffe habe. Ah, und hier ist ein Lagerfeuer. Gut, ich muss mal kurz am Ohr kratzen. So. Gut, Fähigkeiten. Schauen wir doch mal rein. Was haben wir denn jetzt auch? Kämpfer-Upgrades. Okay, wir schauen. Ich möchte mal hier nochmal reinschauen, ob wir was Neues haben. Plünderung. Finden Sie bei Toten fein versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Das brauche ich eigentlich nicht. Knochensammler. Ne, das kennen wir ja alles schon. Das wollte ich gar nicht haben. Und das können wir irgendwie noch nicht freischalten. Was haben wir denn unter Jäger? Ich würde ja irgendwie hier mal gerne was machen. Aber das geht ja irgendwie alles nicht. Aber wir schauen einfach mal hier in da rein. Gut. In den Kämpferbaum. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Schmutzige Tricks. Werfen Sie Ihren Feind Steine und Dreck ins Gesicht, um Sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Da hört sich das doch erstmal am besten an. Dass ich ein bisschen widerstandsfähiger bin. Schadet nie. So. Ich schaue mal unter Bergungsgut. Da können wir jetzt, ich schaue auch immer wieder mal rein. Den Bogen können wir wahrscheinlich auch nicht upgraden. Nö, auch nicht. Schauen wir hier mal drunter, unter Gewehr-Upgrade. Ein größeres Magazin, eine Polsterung von Gewehr und Griff zur Stabilisierung der Waffe beim Feuern. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo. Denn die Schussfrequenz erhöht. Hört sich das doch am besten an. Erstmal die Stabilisierung der Waffe. So. Mehr mache ich auch gar nicht. Gut. So, wo geht's denn entlang eigentlich? Ich glaube dann hier hinten. Ach, komm schon. Meine Güte. Ist ja echt nervig. Ah, genau. Und wenn wir die jetzt plündern, kriegen wir auch direkt einen Pfeil wieder. So, ich esse mal kurz mein Salami-Toastbrot weiter. Om nom nom. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt.
gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Die wollen einfach nur, dass wir klettern. Die sagen sich, Tomb Raider, da muss geklettert werden. Wir erfinden einfach das. Oh Mann. So. Hier haben wir auch wieder alles. Jetzt wird's heiß. Uiuiuiui. Eich. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Ja, es wäre echt toll, wenn das klappt. Was? Ich drück doch E. Ach nein, nochmal F. Ja. Schnee. Das ist doch nicht normal. Ja, das frage ich mich gerade auch. Naja, ich werde, das ist so eine atomverseuchte Stadt. Ah ne, wir haben eh keinen Fähigkeitspunkt, von daher müssen wir da gar nicht dran. Atomverseuchte Stadt, sage ich schon, Insel. Deswegen kommt es jetzt zu den kuriosesten Wetterbedingungen. Oh nein! Was ein blöder Sack! So. Wünsche angenehmen Flug. Verdammter Penner, wirklich. Verdammt, wie viele sind es? Alter, meine Güte. So, den haben wir erstmal. Scheiße. Komm her. So, dich haben wir auch noch. Gut. Meine Güte, ihr seid echt nervig. Wow, scheiße. Den haben wir. Hier kommt aber gleich ein anderer, glaube ich. Dann haben wir den. Mach's mich fertig, ist das so? Wie kann ich treten? Ich will irgendwas machen. So. So, den haben wir auch. Gut, gebt mir erstmal eure Munition, bitte. Danke. Ich will meine Pfeile wieder haben aus euren toten Körpern. Ich akzeptiere nicht, dass ihr die behaltet. Mann. Ah, was habe ich denn hier gefunden? Wir haben Kämpfen. Ja, Pfeile kommen. Was machen wir? Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Aber Hauptsache, wir werden erstmal beschossen. Oh, wir sind echt gut. Von wo? Ah, von da oben. Scheiße. Kommen wir hier vielleicht irgendwie hoch? Müssen wir eigentlich. Geht doch. Mann. Moment mal, da steht doch was Tolles. Haha. Ich wollte doch sagen. Es war doch einfach nur schön. Kommen wir hier vielleicht runter? Jawohl, kommen wir. Boah, sind das viele. Aber das finde ich cool, dass die nicht irgendwie jetzt sagen, dass sie uns manchmal gar keine Wahl geben, Stealth vorzugehen. Komm her. So, dich habe ich. Ich will auch mit Feuerpfeilen schießen können. Ist irgendwie richtig geil. Das finde ich auch gut, dass sie uns keine Wahl lassen. Zum Teil. Ob man Stealth vorgeht oder nicht. Und ich würde hier auch gar nicht gerne Stealth vorgehen. Das ist schon gut so. Ein bisschen Action muss ja sein. So, Tag, Kollege.
Ist ein Bergungsgut, wir sind gleich wieder Level auf, sehe ich. Oder müssten zumindest wieder Level auf werden. Ah, na super. Ach, guten Flug. Bam, den haben wir auch. Ja, ich finde, so schlecht sind wir gar nicht im Schießen. Wow, von wo kommt der denn jetzt? Ja, oh, das hat bestimmt weh. Komm her. Meine Güte, hast du echt eine Scheißdeckung ausgesucht. Was, den Großen? Ich gehe da mal schon mal nach hier oben. Holt den Großen her, dann möchte ich aber nicht unten stehen. Ja, genau, ein Glück. Ach nein. Aus dem Weg, sie gehören mir! Wieso stehe ich jetzt wieder hier unten? Ja, wie assi. Ich werde sterben, ist das so? Ich habe das Gefühl, dass wir nicht viel gegen den ausrichten können. Gegen diesen Dumbo hier. Was? Wir müssen wie die Deckung von dem. Dass wir den dann anhitten können. Vielleicht sollten wir auch mit einem fetten, mit einem MG da dran gehen. Und nicht unbedingt mit, genau, und nicht mit einem Bogen. So, Fetti, das war's. So. Gut. Nahkampf nehme ich dann doch lieber das MG. Und wir könnten, glaube ich, gleich einen neuen Bogen freischalten. Wir haben ja einen Teil, also eins von zwei neuen Teilen gefunden für einen Bogen. Das ist echt awesome. So, schauen wir doch erstmal hier in den Schrank. Und was gab's da drin? Bisschen Bergungsgut. Eine Fackel brauchen wir gerade auch nicht. Okay. So. Immer wieder ein wenig umschauen. So hart war der Gegner ja gar nicht. Ich hatte jetzt mir was Schwierigeres vorgestellt. So, kommen wir hier durch? Müssen wir. Hm, ja, Level auf. Klasse. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Hm, okay. So, wir können also wieder eine Sache skillen beim nächsten Mal. Und hier hinten ging es dann auch irgendwo entlang. Da möchte ich auch mal kurz schauen. Ich glaube, hier müssen wir auch entlang, genau. Das war nur da zum Ausbrechen da, dass man das finden konnte. So, und da ist ein Lagerfeuer, super. Da können wir ja direkt mal skillen. Beziehungsweise mal schnell schauen. Eins von zwei Teilen für den Bogen. Gibt es jetzt irgendwas? Nö. Ich würde sagen, dann erhöhen wir aber nochmal hier diese Waffe. Die ist ja so an sich gar nicht schlecht. So, wir könnten... Rücklaufbremse. Beseitigt effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Größeres Magazin. Was ist das? Klebeband-Doppelmagazin. Wie war das nochmal? Na, das hört sich doch ganz geil an. Meistern wir das mal. Wie viel haben wir jetzt noch? Wie viel Bergungsgut? 440, okay. Ach nein, wir müssen ja noch den Fähigkeitenpunkt meistern. Ganz vergessen. So. Steine und Dreck ins Gesicht werfen. Ja, bin ich nicht so für. Ich nehme einfach mal das hier, Plünderung. Dann finden wir, obwohl wir haben immer eigentlich recht gut Munition. Ich glaube, wir machen eher mal, dass wir mehr Munition tragen können. Das ist, glaube ich, dann doch besser. Und dann können wir später machen, dass wir mehr Munition finden, weil
Ja, so ein bisschen Munition mehr tragen ist ja schon nicht schlecht. So. Nun denn. So, wo müssen wir entlang? Nach da unten? Ne, dann geht's ja auch nicht weiter. Ach nee, ich bin so ein Vollpfosten, ne? Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder nach oben gehen. Ah, Mann. Wirklich. Hirn sucht Besitzer. Ich bin der meist zu bietende. Bitte, ich brauche ein Gehirn. Wie gesagt, Gehirn, hallo, Gehirn, ich brauche ein Gehirn. Leute, ich bin zu blöd. Ich brauche ein Gehirn. Ist unglaublich mit mir. Habe ich einen Fähigkeitspunkt jetzt eigentlich schon geskillt oder nicht? Mal schauen. Ja, habe ich. Okay. So. Ich bin wirklich. Ich bin keine Leuchte, ne? So. Ach gut, Mann. Ich hatte auch dieses Springen-Symbol gesehen, aber ich dachte, wir könnten wenigstens, kein Plan, wir könnten da wenigstens. Also auch so dran springen, sozusagen. Aber hat ja nicht so funktioniert. Okay. Los geht's. Ob sich rostiges Metall mit einer eisigen Kälte verträgt, dass das noch hält? Ich will's ja mal hoffen. Wir sollten ganz schnell hoch. Boah, sieht auf jeden Fall schon geil aus. Ich mache mal einen Screenshot. Wir sind ganz schön weit oben. Die Musik finde ich auch persönlich richtig cool in dem Spiel. Oh Gott. Man muss sogar noch weiter hoch. Oh Mann. Oh Bananen. Ey, das wäre so nichts für mich. Uiuiui. Lara. Mach weiter. Also wer das erfunden hat, so weit oben, der gehört doch echt verprügelt. Alex? Lara. Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Hier unten. Danke. Sender einstellen. Nee. Da auch nicht. Oh Mann. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon.
Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Na, ah, Let's Play Sender, Leute. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Naja, erstmal musst du hier runter. Gut, hier runter. Na dann. Auf geht's. Ups. So kommt man definitiv runter. Ja, merke ich auch. Gut, Leute. Ja, wir machen dann aber erst weiter im nächsten Part. Bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao, Leute.